Herzlich willkommen. Ich erzähle heute eine Kleinigkeit zu Child Themes. Es geht darum, wie wir WordPress richtig anpassen. Das ist nämlich so ein Dilemma, das relativ viele Benutzerinnen und Benutzer haben, so im täglichen Gebrauch. Und das Schöne ist, dass WordPress da eigentlich eine relativ einfache Lösung dafür hat, wie man dem Ganzen beikommen kann. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, dürft ihr gerne euch kurz melden und dann reingrätschen. Ich wiederhole die Frage dann einmal für die Aufnahme und dann beantworte ich das gerne auch so zwischendrin. Es ist relativ schwer, mich aus dem Konzept zu bringen. Ungefähr so mit Fotos. Ich habe für den Anfang ein paar Beispiele zusammengetragen. Die meisten von euch dürften 2016 kennen. Eines der Standard-Themes aus dieser 20-Reihe. Das sieht im Originalzustand irgendwie so aus. Und was man mit Child-Themes jetzt machen kann, ist das Ganze in verschiedensten Arten und Weisen anzupassen. Wir haben zum Beispiel sowas, dass wir Farben und ein bisschen die Aufteilung verändern können. Wir können Bilder an Stellen reinpacken, wo ursprünglich keine waren. Es ist eine ganze Menge Musik drin. Und das, was ich mit einem Child-Theme machen kann, hat am Ende gar nicht zwingend mehr was damit zu tun, wie das Theme ursprünglich aussah. Der Grund, aus dem es diese Themes gibt, ist, ein Theme passt nie zu 100%. Es gibt häufig den Fall, dass ich ein fertiges Theme habe, mir das anschaue und denke, eigentlich ziemlich geil, eigentlich gefällt mir das echt gut, aber ich hätte gern noch ein zweites Menü. Oder ich hätte gern hier neben dem Logo noch eine kleine Grafik, die kann ich aber nicht in das Logo mit reinpacken. Und genau für diese Fälle sind Child Themes die perfekte Ergänzung zu den eigentlichen Themes und erlauben mir dann eine ganze Menge Anpassung. Was ich nämlich sonst machen würde, ist das Parent Theme nehmen, also wir nennen dann das eigentliche Theme Parent Theme, im Moment, in dem wir ein Child Theme haben, in dem irgendwelche Änderungen machen und damit wäre ich genauso glücklich, aber nur bis zum nächsten Update. Weil in dem Moment, in dem das Update kommt, sind alle meine Änderungen weg. Und ich kann aus leidlicher Erfahrung sagen, ich mache den Spaß mittlerweile seit fast 11 Jahren, dass ich am Anfang sehr, sehr oft, ich habe auch nicht daraus gelernt, am Anfang sehr oft mein Parent-Theme bearbeiten musste. Das war nämlich seinerzeit noch nicht übersetzbar. Und um alle Textausgaben von diesem Theme auf Deutsch zu bekommen, bin ich hingegangen, habe in der Theme-Datei alle Texte auf Deutsch reingeschrieben. Dann kam das Update und alles war überschrieben. Und dann sitze ich irgendwie so da und denke mir, okay, Hilfe, das kann doch so nicht gehen. Und genau für diese Fälle sind Child Themes da. Was ich machen möchte, ist, dass wir einmal uns kurz angucken, wie ist so das Grundkonzept von Child Themes, was müssen wir tatsächlich konkret tun. Wir müssen ein bisschen Code schreiben. Das ist aber nicht gruselig, da kommt man relativ einfach rein. Was müssen wir konkret tun, um das Ganze fertigzustellen und um eine Anpassung an unserem bestehenden Theme zu machen? Ich habe den ersten Teil genannt, wir backen uns ein Child-Theme. Es gibt in der Verzeichnisstruktur von WordPress, wo die ganzen Dateien von WordPress selbst liegen und auch Themes und Plugins, einen Ordner, der heißt wp-content/themes. Da liegt unser eigentliches Theme drin. In meinem Beispiel ist das 2016, das wir eben schon gesehen haben. Darin legen wir unser eigenes Verzeichnis an. Mein Theme für heute heißt Adenauer. Mir wurde gesagt, das hat was mit Köln zu tun. Und das braucht im Grunde nur zwei Dateien, nämlich eine Style.css und eine Functions.php. Was die beide im Detail tun, schauen wir uns gleich an. Das kommt dann. Und wenn ich die beiden habe, bin ich im Prinzip schon fertig und habe ein lauffähiges Child-Theme. Da ist nicht so super viel Magie dahinter für den Moment. Wie gesagt, was die Sachen im Detail tun, gucken wir uns an. Jetzt kommt der lustige Demo-Teil, weil Live-Demos immer eine hervorragende Idee sind. So, wir sehen hier einmal wp-content. Da ist mein Plugins-Verzeichnis drin und Themes, von denen wir gerade gesprochen haben. Und mein Beispiel-Theme liegt schon hier. Ich habe mir schon einen Ordner angelegt, der heißt Adenauer. Ich könnte den auch Gänseblümchen nennen, ganz wie ich lustig bin. Bitte ohne Umlaut, korrekter Einwurf. Und habe darin zwei Dateien, nämlich einmal meine Style.css und meine Functions.php. WordPress weiß, dass in diesem Themes-Verzeichnis Themes drin liegen. Das heißt, es guckt da nach einer definierten Struktur und wenn es die Punkte findet, auf die es wartet an der Stelle,
dann erkennt es das als korrektes Theme und ich kann es auswählen. Damit das der Fall ist, muss ich ans Eingemachte gehen. Im Eingemachten haben wir zum einen den Inhalt unserer Style-CSS. Da kommt so ein lustiger CSS-Kommentar hin. Es gibt die ganzen Folien uns auch online, also ihr könnt die abfotografieren, aber es ist vielleicht einfacher, das so zu haben. Link dazu kommt am Ende. Da habe ich eine bestimmte Anzahl von Angaben, die ich machen muss. Sowas wie ein Theme-Name. Auch hier kann ich reinschreiben, was ich möchte. Es ist ganz sinnvoll, einen einmaligen Namen zu vergeben, weil WordPress hingeht und nach diesem Namen auf WordPress.org sucht. Und wenn da eine neuere Version eines Themes liegt, das genauso heißt, dann will WordPress uns sehr hilfreich sein und das Update installieren. Und plötzlich habe ich das Adenauer-Theme in Version 1.0. Das ist aber gar nicht meins. Es lohnt sich also hier was Einmaliges zu verwenden. Das kann auch was komplett Kryptisches sein. Also ABC Ref 1579 könnte ein Schalt-Theme-Name sein. Ich habe da gerne hübsche Namen. Ich bin da aber auch ein bisschen eigen. Ungefähr jedes Element des Periodensystems gibt es bei mir als Schalt-Theme irgendwo. Ich kann eine Description vergeben, die kann sinnvoll sein oder auch leer, das ist mir selbst überlassen. Ich kann einen Autor angeben, das bin in dem Fall ich selbst. Und ganz wichtig ist diese Template-Angabe. Das sagt WordPress, auf welches andere Theme sich mein Child-Theme bezieht, welches also mein Parent-Theme ist. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da reinschreiben sollt, das ist der Name des Verzeichnisses eures Parent-Themes. Also egal wie das heißt als Namen, wir nehmen den Namen des Verzeichnisses. Der sollte zwar eigentlich identisch mit dem Theme-Namen sein, aber im Zweifelsfall immer den Verzeichnisnamen an dieser Stelle. Und ich kann dem Ganzen eine Version geben. Es ist sinnvoll, irgendwie Versionen sinnvoll zu erhöhen. Wenn ich großartige Änderungen mache, sollte sich diese Versionsnummer ändern. Dann werden CSS-Dateien nochmal neu geladen und so weiter. Ist ganz schick. Wenn ich das eingebe und die Datei speichere, erkennt WordPress, okay, da ist ein Theme, das heißt Adenauer, es ist ein Child-Theme eines anderen Themes. Was ich in meine Functions-PHP-Datei schreiben muss, ist auch relativ übersichtlich. Ich in meinem Fall definiere hier einmal das CSS meines Parent-Themes, damit das sauber geladen wird. Mehr muss ich an der Stelle eigentlich nicht tun. Es gibt verschiedene Wege, das zu machen. Es hängt ein bisschen davon ab, manche Parent-Themes laden das CSS anders, andere laden es dann gar nicht. Man muss hier gerade bei so größeren All-in-One-Themes ein bisschen gucken. Manchmal machen die komische Sachen. Es gibt für all diese Fälle aber dann vom entsprechenden Anbieter des Themes in der Regel eine Anleitung oder sogar eine Vorlage eines Child-Themes entsprechend. Auch das gucken wir uns einmal schnell an. Und zwar fangen wir an bei der Style-CSS. Na komm. Die jetzt hier aufgeht, das ist schön. Hier sind wir, der Kontrast ist hervorragend. Ich kann auch nicht vergrößern. Schön. Doch. Könnt ihr es einigermaßen erkennen? Ja, das kriegen wir hin. So. Also hier ist genau das drin, was ich gerade auch gezeigt habe. Wir könnten das jetzt hier mal spaßeshalber. Ach nee, lassen wir lieber. Umbenennen. Wenn ich das Ganze in WordPress dann anschaue, sehe ich, dass die Angaben, die ich da gemacht habe, hier entsprechend ausgegeben werden. Es ist bei der Description zum Beispiel dann besonders sinnvoll, die zu vergeben, wenn ich selbst nicht der Benutzer dieser Seite bin, sondern das zum Beispiel für einen Kunden von mir gemacht habe oder für meine Mutter, die sich in einem Jahr fragt, was ist ein Adenauer eigentlich? Dann wäre es ganz sinnvoll zu sagen, okay, das ist das Design für diese Seite, vielleicht bitte nicht ausschalten. Wäre eine ganz gute Idee. Nur kurz, um zu beweisen, dass ich hier keinen Quatsch rede. Können wir ja da einmal, wie bitte? Konrad davor setzen. Schöne Idee, Konrad. Zack. Wenn ich dann entsprechend hier neu lade, heißt das Theme Konrad Adenauer. Eindeutigerer Name auf jeden Fall, das wird nicht so einfach updaten. Ich kann eine Screenshot-Datei hier hinterlegen und würde dann entsprechend, wie das bei den anderen Themes der Fall ist, so eine kleine Vorschau angezeigt bekommen. Kann da auch einfach nur ein Logo reinpacken. Es ist ein bisschen hübscher als diese lustige karierte Schachbrettoptik. So, das war jetzt ja alles relativ banal. Jetzt könnte man sich fragen, okay, nette Geschichte, jetzt haben wir da ein eigenes Theme. Was passiert da jetzt eigentlich?
In dem Beispiel, das ich gezeigt habe, ändert sich erstmal gar nichts. Also das Original 2016-Theme ist identisch zu dem, was ich jetzt anzeige, wenn ich hier mir diese Seite entsprechend einmal anschaue. Ich kriege den Link nicht zu fassen. Okay. Das funktioniert. Genau. Mein Frontend sieht exakt genauso aus, wie es vorher mit meinem Standard-Theme auch aussehen würde. Um zu verstehen, wie wir die Kraft von Themes an der Stelle einmal komplett ausnutzen können, haben wir ein kurzes Kapitel zur Theme-Mechanik, habe ich es genannt, weil es so schön haptisch klingt. Es gibt eine relativ einfache Regel, die habe ich in einen Satz zusammengefasst. Child-Themes können fast alle Dateien des Parent-Themes überschreiben. Ich kann hingehen und sagen, okay, ich habe irgendwie einen Header und möchte, wie gesagt, neben dem Logo vielleicht noch einen kleinen Link platzieren oder ein anderes Bild einbauen. Dann kann ich die Header-Datei nehmen, einmal rüber kopieren und überschreiben. Machen wir gleich einmal in der Demo. Die einzigen beiden Ausnahmen dieser Regel sind die Style-CSS. Die wird von uns schon entsprechend sowohl die des Parent-Themes als auch unsere geladen. Und die Functions.php. Da hat auch Parent-Theme und Child-Theme eine eigene. Die werden nebeneinander geladen. Wäre anders auch irgendwie sehr ungeschickt. In der Functions sind sehr, sehr viele Grundfunktionen des Themes festgeschrieben. Wenn wir die nicht laden würden oder einfach überschreiben mit so einer fast leeren Datei, würde mit Sicherheit irgendwas ganz schlimm kaputt gehen. Wir gucken uns einmal diese Mechanik an. In meinen Notizen steht, im Child-Theme etwas rumspielen und die Seite zerschießen. Dann machen wir das. Was hatte ich gerade als Beispiel? Den Header. Ich gehe einmal in mein Parent-Theme, das ist 2016, kopiere mir die Header-Datei in mein Child-Theme und wir gucken uns zwischendurch noch einmal zur Erinnerung die Seite an, wie sie jetzt ausschaut. Ich würde vorschlagen, wir nehmen oben den Schriftzug und dieses Just Another WordPress Site einfach einmal raus. Das ist eine relativ einfache Änderung, die sehen wir schnell, dass sie gegriffen hat. Und wir machen vielleicht die Seite nicht ganz so schlimm kaputt damit. Es besteht zumindest eine Chance. Je nachdem, was ihr bearbeiten möchtet, kann diese Datei sehr, sehr unübersichtlich ausschauen. Na komm. In meinem Fall haben wir es relativ einfach. Hier ist der Seitentitel. Dieser ganze Block inklusive des nächsten, definiert einmal den Titel meiner Seite, also oben dieses, würde sagen, meine Webseite und der Untertitel der ganzen Geschichte. Wenn ich den rausnehme, sollte im Prinzip ich das hier auch noch mitnehmen, wo ich gerade drüber nachdenke, sollte im Prinzip nichts mehr davon angezeigt werden. So, hoffen wir mal, dass ich keinen schlimmen Fehler gemacht habe. Ich habe die Datei geändert und gespeichert, lade die Seite neu und der entsprechende Teil fehlt. Das ist jetzt eine Änderung, die sollte man vielleicht nicht genauso machen, das wäre ungeschickt, aber ihr kriegt das Grundkonzept, glaube ich, ihr habt das Grundkonzept verstanden. Es ist relativ simpel, sich die Stelle rauszusuchen, gerade wenn sowas irgendeine Ausgabe ist. Man muss gar nicht zwingend das ganze PHP verstehen, das da läuft. Es reicht, ein Grundkonzept von HTML zu haben, also zu wissen, das ist ein Überschriftenelement. So kann ich einen neuen Absatz einfügen, solche Geschichten. Und dann können wir hingehen und darin ein bisschen rummanipulieren. Wir könnten zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, ich möchte, dass das Bild über der Überschrift lädt. Oder ich hätte gern ein zweites Bild da oben drüber. Mir sind da quasi keine Grenzen gesetzt. Wir kommen nur an der Stelle irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, ab wann ist es noch sinnvoll, tatsächlich dieses Child-Theme so weit vom Parent-Theme weg zu pflegen, weil ich da unter Umständen relativ viele Änderungen mache und dann wird das mit den Updates irgendwann ein bisschen schwierig. Updates sind ein wichtiger Punkt. Man sagt ganz gerne, Child-Themes sind der sichere Weg, Änderungen an Themes Updates sicher zu machen. Das bedeutet, sie gehen nicht weg sofort, wenn ich das Parent-Theme update, so wie das bei mir damals der Fall war mit den Übersetzungen. Jetzt wäre es aber genau für den Anwendungsfall, den ich seinerzeit hatte, auch nicht unbedingt sinnvoll, ein Child-Theme zu benutzen. Die Sache ist nämlich die, dass ich, wie ihr gerade gesehen habt, für die Änderungen die Originaldateien kopieren muss.
Und der Moment, in dem ich die Datei kopiert habe und sie in meinem Child-Theme drin liegt, ist der Moment, in dem die Originaldatei nicht mehr ausgeführt wird. Das heißt, wenn jetzt 2016 ein Update bekommt und sich an der Header-PHP etwas ändert, dann bekommt mein Child-Theme das nicht mit, weil ich diese ursprüngliche Version bei mir lade und die Änderungen, davon weiß mein Theme überhaupt gar nichts. Das ist ein Problem, das Thorsten Landsiedel, der heute leider nicht da ist, ansonsten in der deutschen Community recht aktiv ist, das Child-Theme-Dilemma genannt hat. Das ist dann relativ trivial, wenn es kleine Änderungen am Parent-Theme sind, die für mich nicht weiter relevant sind. Und es ist dann problematisch, wenn es sich zum Beispiel um Sicherheitslücken handelt, die ich in meinem Child-Theme konserviere, weil ich sie dauerhaft aufhebe und unter Umständen gar nicht weiß, dass das Parent-Theme da etwas verbessert oder sogar verschlechtert hat. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Thorsten hat dafür eine ganz schicke Lösung gefunden, nämlich ein Plugin, das erkennen kann, ob sich eine Datei im Verhältnis zu dem, was ich kopiert habe, geändert hat. Das ist leider ein Weg, der von Theme-Autoren unterstützt werden muss, weil man eine Versionsnummer angibt in der Datei. Und dann guckt das Plugin sich beides an und sagt, in deinem Child-Theme steht drin 1.0, in dem Original steht 1.1, da hat sich was geändert, magst du da vielleicht mal drauf gucken? Vielleicht ist da was Relevantes für dich dabei. Das ist eine Technik, die in den vergangenen Jahren erfreuliche Umsetzungen findet bei Theme-Autoren. Also man sieht diese Versionsangaben relativ häufig. Trotzdem muss man selbst als Anwenderinnen und Anwender hingehen und das überprüfen. Ist noch nicht optimal. Ich hoffe, dass sich da in der Zukunft noch was dran verbessern wird. Gibt es für den Moment bis dahin Fragen? Ich habe jetzt sehr viel gesprochen am Stück und müsste mal was trinken. Es gibt noch einen Punkt, an dem ich sagen muss, Child-Themes sind mittlerweile nicht mehr das Allheilmittel für Änderungen, die ich machen möchte. Ich würde in einigen Fällen sogar dazu raten, kein Child-Theme zu benutzen, wenn ihr ein Theme anpassen möchtet. Der Fall wären reine CSS-Änderungen. Wenn ihr also hingeht und sagt, Linkfarben würde ich gerne ändern oder die Farbe des Hintergrunds, dann haben wir seit WordPress 4.6, 4.8, im Customizer gibt es die Option, eigenes CSS hinzuzufügen. Wer von euch kennt den Customizer? Nicht alle, das heißt, ich darf ihn erklären, das ist schön. Der Customizer ist die Oberfläche in WordPress, in der wir viele Optionen einstellen können und gleichzeitig eine Live-Vorschau der Seite sehen. Das heißt, ich sehe 1:1, ich kann es dir einfach mal zeigen, ich sehe 1:1, wie sich Änderungen, die ich vornehme, auf meine Seite auswirken. Ich ziehe das hier ein Stück rüber, sonst kann ich mich nicht richtig sehen, was da los ist. Sowas wie das Header-Bild könnte ich jetzt hier einfach entfernen und würde sofort sehen, wie die Seite dann ausschaut. Was ich hier jetzt machen kann, ist über diesen zusätzlichen CSS-Knopf am Ende eigenes CSS einfügen. Wir könnten mal hingehen und zum Beispiel die Seitenüberschrift, die vermutlich... das ist gar nicht hier sein, das habe ich entfernt. Entry Title. Dem Entry Title eine neue Farbe zu geben. Ich dachte, ich hätte den Punkt gemacht. Sehr schön. Nee, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. So ist man dabei. Für reines CSS brauche ich also nicht zwingend ein Child-Theme. Ich kann auch nur CSS in das Child-Theme packen und meine Dateien nicht überschreiben. Den Ärger muss ich mir aber gar nicht machen, wenn es um solche kleinen Änderungen geht. Das wird nicht ganz optimal geladen, das ist der Einwurf, der an der Stelle gerne kommt, aber es ist für die meisten Fälle absolut ausreichend. Und der Customizer nimmt mir sehr, sehr viel Arbeit an der Stelle damit ab, ein Child-Theme verwalten zu müssen, zu gucken, dass das aktualisiert wird, etc. pp. Auf was man achten sollte bei den CSS-Sachen im Customizer ist, wenn ich das Theme ändere, ist dieses CSS-Feld plötzlich leer. Und das kann ein bisschen gruselig sein, weil plötzlich greift der ganze Kram nicht mehr.
falls einem das passiert, man aber das CSS trotzdem weiter benutzen möchte, auch wenn es ein neues Theme gibt, kann man einfach wieder zurückwechseln und das Ganze sich rauskopieren. Das CSS wird pro Theme gespeichert und wird nicht gelöscht, nur weil ich das Theme wechsle. Das bleibt dauerhaft da. Also ich selbst beim ersten Mal so einen Riesenschreck bekommen, oh Gott, wo ist der ganze Kram hin? Es bleibt dauerhaft da. Das ist in den neueren WordPress-Versionen so eine Alternative, die man zu Child-Themes noch haben kann, wenn es tatsächlich nur um CSS-Änderungen geht. In dem Moment, in dem ich das Markup ändern möchte und neue Inhaltselemente an Stellen einfügen möchte, die es sonst nicht gibt, komme ich damit nicht weit. Das geht nicht. Habt ihr ansonsten noch Fragen? Die Frage, ich wiederhole es einmal für die Aufnahme, die Frage ist, es gibt bezahlte Child-Themes zu anderen Parent-Themes. Wie kann das sein, wenn es noch kein Parent-Theme dazu gibt? Das ist in der Regel so, also natürlich kann ich Child-Themes dafür benutzen, eigene Anpassungen zu machen. Ich kann über Child-Themes aber auch, nennen wir es mal, verschiedene Geschmacksrichtungen eines Themes anbieten. Also ich habe mein Grundtheme, das ist schwarz-weiß und hat serifenlose Schrift und ich könnte jetzt davon drei verschiedene Versionen machen, die ich als Child-Themes anbiete. Das eine ist, hat invertierte Farben, das andere ist super bunt und hat Comic Sans als Schrift und das dritte ist voller GIFs. Das Konzept, dass nur die Child-Themes dann Geld kosten und das Parent-Theme kostenlos ist, wäre mir neu. Das ist theoretisch möglich. Das war kostenlos. Also das Parent-Theme war kostenlos und die Child-Themes haben Geld gekostet. Das heißt, du hast nur das Child-Theme benutzt. Das klingt unwahrscheinlich. Vielleicht war das eher eine Anpassung des Parent-Themes. Weil ohne das Parent-Theme funktioniert das Child-Theme auf gar keinen Fall. Okay. Wenn ich ein Child-Theme habe, das kann ich hier auch gerade nochmal schnell zeigen. Wenn ich ein Child-Theme habe, dessen Parent-Theme nicht existiert, zum Beispiel, weil ich das hier jetzt mal umbenenne, dann wird WordPress mir gleich was husten und mir hier sagen, das übergeordnete Theme fehlt, bitte installiere das übergeordnete Theme 2016, da du das Child-Theme sonst nicht nutzen kannst. Das heißt, wenn du den Fall hast, dass du ein Child-Theme benutzen konntest von einem Theme, das du nicht hast, dann war es kein Child-Theme, auch wenn der Anbieter es so genannt hat. Andere Fragen? Sogar eine extra Folie für Fragen, da ist Yoda mit drauf. Ja. Die Frage ist, kann ich Child-Themes und den Customizer, das Custom-CSS und Customizer parallel benutzen? Ja, kannst du. Die Frage ist für dich, ob es ein sinnvoller Workflow ist. Zum Testen ist es unter Umständen gut. Es ist eine Option zu sagen, vielleicht hat die Person, die am CSS rumschrauben möchte, gar keinen Zugriff auf den eigentlichen Code der Seite und ich lasse die Person im CSS schreiben, im Customizer und kopiere das später raus und packe es ins Child-Theme. Es ist im Child-Theme dauerhaft besser aufgehoben vielleicht. Und wenn du eine Versionskontrolle hast, vielleicht auch schlauer zu versionieren als im Customizer. Aber technisch spricht erstmal nichts dagegen, beides parallel zu benutzen. Wir hatten da noch eine Meldung. Dann okay. Es geht ja immer das CSS, was näher am Element dran ist oder was eher auf das Element zukommt. Die Frage ist, welches CSS eher greift, das aus dem Customizer oder das aus dem Child-Theme? Das Customizer-CSS wird ganz zum Schluss geladen.
Das heißt, das ist das, was im Zweifelsfall gewinnt. So. Ja, wie heißt das Plugin mit dem Child-Theme-Dilemma? Heißt das Child-Theme-Dilemma? Child-Theme-Checker? Wir recherchieren das. Der Link kommt in die Folien, die ich hochlade. Aber sehr guter Einwurf, das sollte ich ergänzen tatsächlich. Ja. Die Frage ist, zielt auch auf den Child-Theme-Check ab. Habe ich eine Chance zu vergleichen, wenn das Parent-Theme die Versionsnummern nicht unterstützt? Nicht über diese komfortable Methode. Was du machen kannst, ist, wenn du eine Versionskontrolle benutzt, in Git zum Beispiel zu gucken, was ist der Diff zwischen den beiden Versionen, was hat sich geändert, und dann selbst zu überlegen, okay, ist diese Änderung für meinen Child-Theme relevant? Ja, nein. Muss ich da vielleicht selbst was drüber kopieren? Ja, nein. Gibt dann keinen schöneren Weg. Bego? Child-Theme-Check heißt das Plugin und ist auf WordPress.org, oder? Sehr gut. Der Link kommt trotzdem noch in die Folien dazu. Aber danke. Noch andere Fragen? Ja. Wenn ich, das heißt, Sachen, die ich mit dem Customizer irgendwie eingestellt habe, gehen verloren, wenn ich wenn es ein Update des Themes gibt? Ah, die Frage ist, gehen Änderungen im Customizer verloren, wenn es ein Update des Themes gibt? Nein, das war missverständlich von mir. Zum einen ist die Zeit, aus der ich berichtet habe, lange, bevor es den Customizer gab. Und zum anderen sollten Informationen im Customizer persistent gespeichert sein. Theoretisch könnte das Theme irgendwas in der Art ändern, dass eine Customizer-Option plötzlich anders heißen müsste, dass sie noch geladen wird. In der Praxis dürfte das nicht passieren. Änderungen, die du im Customizer hast, könnten wir erstmal als ähnlich dauerhaft verstehen wie Sachen, die ihnen angepasst sind. Bego hat aber einen Einwurf dazu. Richtiger Einwurf, ja. Tatsächlich gibt es für den Customizer zwei Arten, wie die Daten gespeichert werden können. Das eine ist themebezogen und das andere ist nicht themebezogen. Und dann würde beim Wechsel vom Parent auf Child Theme tatsächlich unter Umständen einzelne Customizer-Optionen nicht übernommen werden. Ist die Juristenantwort. Genau, in dem Fall muss man die Einstellung nochmal neu vornehmen. Ich wiederhole das ein bisschen stoisch für die Aufnahme. Nicht wundern. Okay. Haben wir ansonsten noch Fragen? Ich habe nämlich kein Problem mit, dass wir jetzt nach einer guten halben Stunde hier den Laden zumachen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Die Folien findet ihr auf dieser Seite. Vielen Dank.